Hallo Leute und willkommen zurück zur nervigen, schreienden Belladonna Tussi von Dark Parables Rapunzels Gesang. Hey, es geht weiter. So, jetzt nerv mich mal nicht. Ich muss nochmal zurück. Ich habe nämlich zuletzt in dem anderen, in irgendeiner alten Aufnahme, habe ich nochmal gesehen, in irgendeinem... Da ist da nicht... Da hat was geblinkt. Da hat 100%ig... Da war... Da muss ein Chamäleon-Objekt sein. Shit. Shit. Jetzt ist es doch nicht da. Das ist natürlich schade. Sehr schade. Ja. Weil ich wollte da hinklicken, weil ich es ja gesehen habe. Ich habe es doch gesehen. Oh Mann, oh, jetzt muss ich doch nochmal zurück. Also ich meine, natürlich muss ich zurück, aber... Ich dachte, ich finde nochmal eins. Oh, das hat doch hier... Oder ich hab's schon. Kann natürlich auch sein, dass ich schon hab. Ich habe das nur so kurzweilig gesehen gehabt, dass ich das Bild hier verändert hatte. Und da habe ich gedacht, da gehst du nochmal fix zurück. Aber gut, dann gehen wir wohl so. Spiegel der Umkehr. Kann der... Kann hier irgend... gut. Machen wir eben so. Ja, was können wir denn dann mal hier machen? So. Spiegel der Umkehr stand einmal hier. Willst du ihn wieder haben? Da. Ach, das können wir dann wieder nehmen. Und dann geht das andere weg. Ach so. Okay. Was habe ich jetzt? Juwel der Besonnenheit. Ja, was braucht man denn jetzt? Also, wenn ich jetzt nochmal hier zu ihr gehe. Wenn ich Belladonna samt ihrer todbringenden Kräfte versiegle, würden die Blumen verkümmern und verschwinden. Ich habe Rapunzels Kräfte verstärkt, was geschieht dann mit ihr und Belladonna? Also sollen wir uns das Zeug holen, ja? Dann nehme ich jetzt nochmal den Spiegel, weil ich nicht mehr weiß, ob ich das jetzt schon ausprobiert hatte. Da. Geht los. Rapunzel hat den Spiegel. I can speak. I can move again. I'm free. What's happening? I feel so weak. Rapunzel, help me! No! It hurts too much. You can't come any closer. Why is everyone always against me? What did I do that was so wrong? I just want to be with Rapunzel. No! Without Belladonna, the night bloom will never grow again. The world is safe now. Thank you, Detective. Rapunzel is free, but it came at a high cost. She needs time now. Don't worry. I'll take care of her. My poor sister. I wish I could have saved you. Please forgive me. Oh, das war's schon. Schade. Das war Dark Parables Rapunzels Gesang, aber irgendwie tut mir jetzt die Belladonna doch ein bisschen leid. War das jetzt so... War das jetzt wirklich so die gute Lösung mit dem Spiegel? Wenn wir das Ding der Hoffnung genommen hätten, dann... Aber ich wollte halt zuletzt den Spiegel nehmen, deswegen dachte ich, ich nehme den jetzt, weil ich das zuletzt, das weiß ich noch, da hatte ich mich für den Spiegel entschieden. Deswegen hatte ich den ja auch noch im Inventar. Na gut, dann spielen wir das Bonuskapitel. Ich würde ja gerne, ich würde das jetzt gerne nochmal machen. Nur um zu wissen eigentlich, was ist, wenn man das andere nimmt? Was ist das dann für ein Ende? Und da sieht man hier die beiden Turteltäubchen nochmal. Ah, das ist unglaublich schön gemacht hier mit diesen ganzen Animationen. Was mir richtig gut gefallen hat, um es schon mal vorwegzunehmen, sind diese ganzen kleinen Nebengeschichten. Ich muss das manchmal zwei oder dreimal nochmal nachlesen in diesen Parabeln und so, weil das so gut durchdacht ist, finde ich, mit den Hintergrundgeschichten und wer mit wem. Es sind natürlich unglaublich viele Informationen, immer sehr viele Namen und ich weiß manchmal überhaupt nicht, wer hat jetzt mit wem zu tun, aber war schon ziemlich schön wieder. Also war ein echt tolles, schönes Spiel. Ich überspringe das mal. Danke fürs Spielen, haben wir gerne gemacht. Alle mit teilgenommen.
Und dann würde ich sagen... Oh. Gucken wir uns das auch nochmal an. Genau. Da ist der Bonusinhalt freigeschaltet und das war natürlich die Vorschau für den nächsten Dark Parables Teil, der die Meerjungfrau und Gezeiten Violetter Schleier, keine Ahnung, super langer Titel, der im Originalen auch irgendwie nicht so ist, aber ja, das ist alles, was ich weiß. Wie hieß er? Violetter Gezeiten, ich komme jetzt echt nicht drauf. Aber irgendwas mit Meerjungfrauen. Und alles, was mit Meerjungfrauen ist, ist toll. Und das werden wir natürlich auch noch spielen. Jetzt aber erstmal zum Bonus-Kapitel. Der Fluch des Dummelinchen. Na, dann spielen wir das mal. Several days have passed since I left that horrible tower. The pollen is no more, and I know in my heart, the detective and Prince Ross have saved us all. But just as I thought the debacle was over, my sleep has suddenly been plagued with nightmares. Every night I see my dearest friend in danger, and a young girl's voice urges me to find him. I do not know what the dream may lead to, but for Kai, I must go. I can only hope I will be as strong and brave as the detective. Mhm. Hide in here and don't make a sound. I'll come back for you as soon as I can. Please, someone, help us! Help us! Die Krähen wirken ungewöhnlich bedrohlich. Da sind wir auch schon im Bonuskapitel. Laut diesem Buch lassen sich die Krähen durch einen plötzlichen Lichtstrahl vertreiben. Was haben wir hier drinne? Ein Garnknäuel. In dem Köfferchen fehlt ein Emblem. Ich bin Gerda und dem Fremden, der sich mit ihr in den Ruinen des Königreichs aufhielt, gefolgt. Die Luft der gesamten Gegend ist von giftigen Pollen verseucht. Was tut Gerda hier? Ich muss sie finden. Tja, Gerda. Macht die denn hier? Oh, Aufgabe aktualisiert. Ein magischer Kreis. Ich spüre eine böse Aura. Doch vielleicht kann ich etwas gegen sie ausrichten. Ich bin dem Kind aus meinen Träumen begegnet. Sie ist kein gewöhnliches Kind, doch es scheint, sie hat ihr Gedächtnis verloren. Ständig wird sie von Ungeheuern angegriffen und sie ist zu schwach, um alleine entkommen zu können. Ich muss versuchen, sie in Sicherheit zu bringen. Ich könnte eine Schnur durch den Riss im Spiegel fädeln, dann ließe er sich aufhängen. Nur dann. Spiegel mit Schlaufe. Wer mag das winzige Mädchen sein? Na, Dummeline. In dieser Szene fehlt eine Amphibie. Also ich kenne das eigentlich nur aus Däumelinchen. Däumeline! Ne. Kennt ihr den Film noch? Da fehlt das Emblem einer Trompetenblume. Däumeline! Die armen... Däumelinchen, 1 von 4. Die armen Küken sind hungrig. Ihre Mutter ist nirgends zu entdecken. Vielleicht sollte ich sie füttern. Das soll man doch gar nicht, oder? Man soll doch kleine Vögel nicht... Ein verzaubertes Netz. Ich sollte versuchen, die Schmetterlinge zu befreien. Na dann. Um das Tor zu öffnen, benötige ich 2 Hebel. 2. Genau 2. Dieses stachelige Gestrüpp versperrt den Weg. Mhm. So, mit den Handschuhen. Hier, was habe ich hier eigentlich? Rosenhebel. Hab ich schon mal einen. Spiegel mit Schlauch, wo soll der hin? Soll der hier ran? Irgendwie? Trompetenblume, Laterne. Kann ich hier die Laterne irgendwie? Nee. Hier kann ich noch weitergehen. Das mache ich mal. Ach, hier bin ich dann da wieder. Die Krähen wollen mich nicht vorbeilassen. Ich muss sie verscheuchen. Ja. In dem Loch steckt etwas und ich kann nicht erkennen, was es ist. Das kriegen wir doch hier hin. Mit einem wunderschönen Wimmelbild. Legen wir los. So.
So, was fehlt mir jetzt? So ein geriffelt Diffel? Miffel? Ding? Und eine blaue Blume? Und eine rote Blume? Eine rote Blume, eine rote Blume, eine rote Blume? Und ein pinker Stein? Und das geriffelt Diffel? Wo ist es denn? Da. Ach so, und das hier fehlt mir auch noch. Da. Narzissen-Emblem. Haben wir das schon mal fertig? Können wir das ja gleich einsetzen. Da aber nicht. Da aber nicht. Wo komme ich denn jetzt hier zurück wieder? Zurück. Geh doch mal jetzt wieder. Da ist die Treppe, die unsichtbare. Da nicht. Dann war das hier. So. Mhm, toll. Ja, schön. Wo soll es denn hingehen? Gibt es hier noch irgendwie einen coolen Pfad, oder? Hm. Nimm das stachelige Gestrüpp doch weg. Spiegel mit Schlaufen. Da auch nicht. Da auch nicht. Was ist denn hier noch? Wenn ich hier einen Spiegel oder etwas ähnliches habe, kann ich die Krähen... Ach so, ja. Natürlich. Na klar, jetzt sind die Dinger weg. Jetzt habe ich den nächsten Hebel. Der kommt hier hin. Ja, und da kommt ein Spiel. Schiebe die Blumen an die richtige Stelle. Achte auf die Rohrelemente. Ich achte auf die Rohrelemente. Ja, das ist da noch nicht richtig, aber wir müssen ja wahrscheinlich sonst wie wieder irgendwo lang. Du kannst da ja schon mal hin. Ne? Und die struppige Blume kann ja schon mal dahin. Und die dann... Nee. Nee, dann muss die noch mal aus dem Weg. So, wo kann ich dich denn mal hinschicken? Kann die nicht mal hier Platz? Das Ding muss mal irgendwie genau aus dem Weg hier. Hm. Das ist natürlich doof. Jetzt. Weil die ja dahin soll. Mache ich die mal nochmal weg hier. Die stört ein bisschen. Und dann kann die da durch. Damit die da jetzt hin kann. So, wunderbar. Klasse. Die ist schon mal drin. Die Rose müsste dann auch nochmal woanders lang. Die ist ja auch falsch hier. Wenn man die nochmal dahin. Damit das nochmal den Hebel verschiebt hier. Damit die Rose da hin kann, wo sie hin soll. So, haben wir die auch schon drin. Die soll da hin. Dann machen wir dich da auch mal hin. Die ist auch schon drin. Sehr schön. Ja. Ich glaube, die muss erstmal noch aus dem Weg, obwohl... Ja, das bringt nicht viel. Wie kriege ich dich denn die nochmal runter? Dann die da rein. Dich dahin. Und dich, die muss jetzt rüber. Kann die denn nochmal, wenn der Hebel bewegt wird, passiert dann da hinten was? Nee, dann passiert nur da was. Ist ja doof. Aber der Hebel bewegt ja auch nur den dann. Das ist ja auch unnütz. Irgendwie.
Ja, die muss ja aus dem Weg. Also selbst wenn der jetzt den Hebel bewegt, dann komme ich auch nicht weit. Oder wenn wir den da hinschieben. Na gut, dann ist der Platz da frei. Okay, geht auch so. Jawohl, das wird was. Ja. Ja. Das ist toll. Das ist ja toll. Was denn hier passiert? Ist da jemand an die Wand gekettet? Erstmal sammeln wir die Sachen ein. Aufgabe aktiviert. Wie seltsam. Die Statue war doch vorher nicht hier. I must have accidentally triggered a magical trap. Unfortunately, there is still the matter of these chains. If you would be so kind. Ja, wir helfen ihm natürlich, wo wir können. Wir haben hier so ein paar Trauben, Johannisbeeren eingesammelt. Das Schloss völlig verrostet. Ich brauche Öl. Gut, dann. Jemand wollte dem Königreich mehr Schutzengel geben. Was haben wir denn hier noch? Dinge zum Einsammeln. Es war einmal eine Zauberin, der es nach Macht und ewiger Jugend gelüstete. Sie wollte sich die Eigenschaften einer heiligen Blume zu Nutzen machen, doch die Göttin sah ihren Plan. Zur Strafe ließ sie das Experiment fehlschlagen und die Zauberin ward entstellt. Die Zauberin muss zutiefst verzweifelt gewesen sein oder bitterböse. Was haben wir da noch hinterm Teddybär? Ein Blechmann. Gut, immer diese Zauberin. Um diese Truhe zu öffnen, brauche ich das Emblem eines Hasen und einer Karotte. Haben wir da Hasenemblem? Ne, das gehört da nicht rein, das gehört da hinten hin. Das weiß ich noch. Ja, gut. Dann packen wir das mal hier. Können wir das Tor auch öffnen? Tada! Können wir dahin durchschreiten. Was um alles in der Welt ist denn das? Das war aus dem Land von Zauberer von Oz. War das ein geflügelter Affe? Wie kann das möglich sein? Ja, aus dem Land von Oz, da ist alles möglich. Was ist das? Oh! Och! Oh, Nanu! Nanu! Befreien wir dich mal. Mit der Schere haben wir dich rasch befreit. Danke, du kleines Kerlchen, sei vorsichtig. Oh, wie süß, ein kleiner Maulwurf, wie putzig. Ach, schön. Der umgestürzte Baum versperrt mir den Weg. Da muss ich wohl die Axt verwenden. Das Fach ist fest verschlossen. Vielleicht ist irgendwann der Starter ein Mechanismus, der es öffnet. Ah, diese Blumen können wir wieder sammeln. Da hinten war aber auch schon eine. Dormliden 2 von 4. Ich habe da noch eine Blume übersehen. Ja, Schlüssel? Blechmann? Blechmann? Na gut. Das war's nicht. Ich brauche beide Seiten dieses Baumsymbols. Die Macht der Göttin Flora entspringt dem Glauben der Menschen von Floralia. Geht das Königreich unter, so muss die Göttin ihm bald folgen. Der Weihrauchbehälter verströmt noch immer einen ganz leichten Duft. Es ist schön gemacht. Sieht so toll aus. Mann, das geht immer so schnell vorbei, die Spiele. Kann ich hier schon mal was einsetzen oder nicht? Da vielleicht? Nein. So, wo war das jetzt hier, die Blume hier? Die wollte ich... Waren hier nicht Blumen, die man noch einsammeln kann? Ich dachte, ich hätte noch was übersehen. Blumenschüssel. Da können wir den Hasen reintun. Da ist noch... Da. Was ist denn da noch? Hä? Jetzt habe ich den Hasen an die Seite gerückt. Wozu? Hä? Ist die Karotte hier hinten, oder? Es war wahrscheinlich noch von vorhin so, dass man links und rechts guckt. Oder so. Na gut. Haben sie mich verarscht, sozusagen. Was können wir ihr denn mal in die Hand geben? Das Zepter, das haben wir nicht. Da ist noch was. Das hatten wir auch schon. Ah, aber das Gestrüpp hatten wir nicht. Ist das die Karotte? Nee, das ist Rosmarin. Rosmarin.
Ja, wo geht's hier hin? Habe ich was übersehen oder was soll ich denen denn? Soll ich Rosmarin denn geben? Nee, aber die Johannisbeeren bestimmt. Ich dachte, ich soll den Würmer oder so besorgen. Hier, Rosmarin. Ich sollte etwas anderes versuchen. Da ist auch die Karotte. Ein leckerer Blechmann. Ja, dann habt ihr noch nichts zu fressen. Das tut mir leid. Das wird noch nichts. Tja. Was will er denn haben? Ja. So geht das nicht. Nee, aber mit dem Blumenschlüssel vielleicht? Den Blechmann, mit dem Gimmi. Die Axt darf ich mir aber schon mal schnappen. Das ist natürlich schön, dann können wir den umgestürzten Baum ja auch bearbeiten. Die habe ich übersehen. Die habe ich übersehen. Was ist das denn für ein lustiges Himmelbild-Ding? Sieht ja mal so ganz anders aus. Ja. Trotzdem finde ich die Dinge so irgendwie doch. Das ist ja schön. Jetzt suche ich mal aber richtig, oder? Ja, ich suche richtig. Das da. Und das da. Und dann suche ich jetzt dieses grüne Teil hier. Wo mag es denn wohl sein? Wo bist du? Ach, diese rote... Wo ist denn diese rote Kugel auch? Ach, mein Rücken. Rote Kugel? Die hier hinter... Die ist hinter mir, ne? Nee, aber da war das andere. Ist hier noch was hinter mir? Nein. Ja, Mai, wo ist sie denn? Die rote Kugel. Und das grüne Ding vor allem auch. Was ist das grüne Ding? Da ist das Ding. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch... Es kann natürlich auch wieder wesentlich kleiner sein, als ich denke. Das vielleicht... Oh, ganz, ganz klein. Aber ich habe es diesmal gefunden. Groß und klein, das macht ganz viel aus. So, dass man manchmal die Perspektive ändert. Frosch-Emblem. Trauriger Anblick, aber wenigstens hat die Puppe Gesellschaft. Ach ja, mein Gott. Können wir das da einsetzen? Jawohl. Wo geht's jetzt hin? Wieder dahin, oder? Was mache ich denn jetzt? Hier Rosmarin geben? Nein. Was ist denn mit hier mit den Pflanzen eigentlich los? Die spinnen ja. Tja, mein Lieber. Da musst du wohl noch warten. Hat er noch was für mich hier? Irgendwas zum Aufschließen noch? Da soll doch was rein. Das haben wir doch noch nicht. Was ist denn hier? Ah, die Beeren für die kleinen Vögel. Okay. Dann geben wir denen mal die Beeren noch. Die kleinen süßen Vögel. Und jetzt schlafen die. Hoho, wie süß. Schnuckelig. So, die Rübe rein. Auf das Kästchen und... Bringe alle Karotten im Feld unter. Drehe sie mit Hilfe der Pfeile. Ist das nicht passend zu Ostern? Dieses Spiel ist eigentlich sehr gut passend für Ostern. Wegen diesem Häschen und schnuckelig. Und ich finde das schön, dass wir das jetzt spielen. So. Ich wette, ich soll das drehen. Bestimmt. Ich drehe das noch mehr. So ist doch auch gut. Oder? Nee, es nimmt so viel Platz weg. So, so vielleicht. Nee. So, dann war das schon gar nicht schlecht eigentlich. Was mach ich denn mal da hin? Ja, jetzt fängt es schon wieder an hier. Die brauchen den Platz. Okay, das waren zu viele irgendwie nebeneinander. Den drehe ich mal um. Und zwar so. Nimmt zu viel Platz so weg, finde ich. Und so auch. Ich glaube so.
So vielleicht? Und wenn hier jetzt ein so ein anderer hinpassen würde, was ist das? So ein L einfach nur. Na, der passt ja eigentlich auch fast überall hin, ne? So das, der Kleine hier. Hm. Wenn wir den da hinpacken, das wäre ja gar nicht schlecht. Und was haben wir hier für einen? Das ist auch so ein... Hm. Da müsste so ein Z-artiges Ding hin. Guck mal, haben wir sogar. Wenn wir den mal drehen, nur anders. Muss der mal... Warte mal, der muss mal weg hier. Passt der da? Nee. Braucht der doch so viel? Ach, der braucht doch viel mehr Platz, als ich dachte. Okay. Hm. Kannst du mal den grünen wieder wegnehmen? Den... Schwierig. Ja, so ist natürlich schön, aber dann ist mal so eine Ecke frei. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Und hier, das sehe ich leider immer kaum. Was ist dieses L? Okay, also das gefällt mir hier. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. So ist vielleicht gar nicht schlecht. Man muss wirklich so die Ecken ausgefüllt kriegen, sonst wird das nichts. So, so sind die Ecken gut ausgefüllt. Den müssen wir nochmal drehen hier. Das wird nichts. Ja, kann man probieren. Probieren wir es mal. So, was wird das jetzt hier? Ja, da ist dann die Ecke gar nicht ausgefüllt. Das ist total doof. Hm. Das ist gut. Der blaue, der stört mich hier irgendwie. Das ist nicht so praktisch. Das T einfach mal umdrehen. So. So. Ich denke, so ist es ganz gut eigentlich. Die großen müssen verbaut werden. Vor allem das zackige Ding hier. Das ist ja wohl total... Ja, aber... Das ist jetzt so ein L. Das ist... Ich wette, das gehört schon richtig so, aber alles wahrscheinlich verdreht. Und ob ich es so dann nochmal hingebaut kriege, weiß ich nicht. Was ist denn, wenn ich das T nochmal umdrehe? Das T nochmal umdrehe? Hm? Da bleibt ja immer trotzdem das eine frei, ne? Hm... Den pinken einfach noch mal drehen. Dass das irgendwie besser liegt. So. Guck mal, das ist doch toll. Passt das Ding jetzt da rein? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Es ist so schön gebaut. Da muss doch was richtig sein. Manu, jetzt passt das da nicht rein. Da muss ich noch was ändern. Wie viel Platz brauchst du denn? Das ist ein T. Hm. Die Idee ist doch schon so toll. Ich will das nicht kaputt machen. Es hat jetzt so schön geklappt. Wahrscheinlich fluchen alle schon da draußen vor ihren Bildschirmen. Mach es so und mach, das musst du nur dahin machen. Und ja. Aber so ist das. Also das doofe Tee, das macht alles kaputt hier. Das andere hat ganz gut geklappt. So, guck, der eine noch, dann hätte ich es gehabt. Aber so werde ich wahrscheinlich alles wieder kaputt machen müssen. Ich sehe gerade, wie ich das... Mal anders irgendwie. Mhm. So. Das mal anders. Könnte das T
Tee könnte dann da rein, aber der braucht ja auch sehr viel Platz hier. Der Grünling, der Grünschnabel. Nee, das ist total doof. So. Ja. Mhm. Klasse. Finde ich eigentlich nicht so toll. So kann man es natürlich auch machen. Das ändert ja nichts daran hier, ne? Dass immer einer so frei bleibt. Da ist was falsch. Dass einer immer so frei bleibt, darf nicht sein. Ich habe, glaube ich, noch lange... Also lange habe ich nicht an so einem Rätsel hier so lange gehangen. Sonst kriege ich das immer so schnell hin. Aber das ist dann auch immer so ein Glücksding, ne? Und so ist auch blöd. Nee, finde ich nicht gut. Da war das vorher in der Ecke irgendwie besser, ne? Hatte ich das denn jetzt so? So. Ja, das ist scheiß Tee hier. Komm nochmal weg. Ich muss irgendwie anders ausfüllen. Es wird nichts. Es wird einfach nichts. Ich hatte das schon sehr gut, aber... So. Blöden Karotten hier. So ist auch schon. Haben wir was Langes, was da reinpasst? So. Hatte ich das nicht vorher auch schon so? Ich weiß es nicht. Passt ja das doofe Tee wieder nicht rein. Hm. Alles doof. Aber eines Tages schaffe ich das. Mhm. Irgendwann ganz bald. Aber da ist auch gut. Den hatten wir da auch noch nicht. Ach, schön, ja. Na, ja. Na. Ja, das kann man natürlich auch machen, dass wir das Thema hier hinsetzen. Kann man das machen, dass man da so drumrum baut, ohne dass da einer frei bleibt? Nee, ne? Krieg ich wahrscheinlich gar nicht ausgefüllt. Nee, kriege ich nicht. Das kriege ich nie ausgefüllt. Ja, wo soll denn das hin? Ist immer im Weg. Irgendwie ist es total nervig, dieses Ding. Hm. So ist da auch wieder frei am Ende. Vielleicht wirklich mal einfach so nach oben bauen. So. Na, guck mal. Nee, das ist wieder blöd. So bleibt ja auch wieder irgendwas frei. Ja, und dann ist das andere wieder viel wieder. Oh Mann, ich habe jetzt schon so viel ausprobiert. Soll man da so lange dran hängen oder tue ich das jetzt nur? Sieht ja alles immer irgendwie richtig aus, ne? Aber... Hm. Ja, wenn das jetzt so ein L wäre, das wäre doch schön. Ja, das, So vielleicht? Und dann das, dieses Z-Ding, wo haben wir das denn? Ne, das ist ein L. Hatten wir nicht so ein... Genau? So? So und...
auch schöne Kombination. Nur leider immer nicht das, was wir brauchen. Nee, jetzt kriege ich das vielleicht noch anders da rein. Passt ja gerade so gut. Nee, dann passt das wieder nicht. Das war jetzt schon gut, aber ich brauche nicht ein Viereck, sowas brauche ich gar nicht. Oh Mann, ey. Scheiße, ich habe schon 35 Minuten gemacht, ich muss einen Cut machen. Leute, ich mache im nächsten Part das hier weiter. Verzeiht es mir mit den Karottenrätseln. Aber es ist trotzdem ein schönes Rätsel. Und es ist ja auch gut, dass es herausfordernd ist, um sich rauszureden. Wir sehen uns im nächsten Part von Im nächsten Part von Dark Parables Rapunzels Gesang im Bonuskapitel. Tschüss!